Hallo ihr lieben Früchtchen und Vampire da draußen. Herzlich willkommen zum nächsten Part von unserem Halloween-Special mit Dead by Daylight. Ganz genau. Und endlich ist die Katze mal am Anfang der Aufnahme direkt mit dabei. Da könnt ihr sie doch mal ganz sehen. Yay! Yay! Das ist so süß. Das ist sehr schön. Und da springt sie wieder ins Nichts. Und wir sind bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin in Form. Ja, ganz enorm. Also mit Captain Iglo können wir eigentlich nur gewinnen, ne? Das ist richtig. Aber ich habe wieder einen schlechten Charakter in dieser Hinsicht genommen. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil ich bin jetzt Belmont und der dunkle Graf ist der Gegner. Deswegen, vielleicht kriegen wir dann sogar die Castlevania-Map. Würde ja dann passen. Du bist gerade wieder etwas abgebrochen. Nein, bin ich nicht. Hab ich leider nicht. Nein, gehört. Ich weigere mich. Die Wahrheit zu hören? Nein, das ist nicht die Castlevania-Map. Schade. Was meintest du? Du hast einen schlechten... Hast du den Charakter genommen? Hey, warte mal. Nee, das ist Milan. Ich hab Belmont genommen. Ja. Stimmt, habe ich ja gesehen. Das Kätzchen ist da. Habe ich ja noch im Menü gesehen. Das Kätzchen lässt sich auf ein Schwätzchen. Oh shit. Seriously? Und hat ein süßes Lätzchen. Was denn? Natürlich direkt ich. Der Erzfeind muss ausgelöscht werden vom Grafen. Wieso bist du der Erzfeind? Weil ich ein Belmont bin. So im Spiel. Ja, okay. Ja, nicht in der Realität. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Ne? Nachdem du die irgendwie die ganze Zeit gekillt hast, dachte ich gerade so. Ja, ich war ja auch die Einzige natürlich. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, habe ich genauso in Erinnerung. Spaß. Quasi. Der einzige Generator, den ich nicht gefunden habe, ist schon fertig. Toll. Ja, den haben wir gerade gelöst. Ich habe gerade den nächsten angefangen. Das habe ich gemerkt. Aufgelöst. Ich arbeite gut mit der KI zusammen. Verdammt. Ich höre den Killer, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Der ist unangenehm. Momentan möglicherweise bei mir. Dann lauf bitte nicht zu mir. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, wo du bist, also keine Sorge. Ja, hier. Ja, wo ist hier, ne? Ja, irgendwo deine. Ja, hier. Ich bin da, wo ich bin. Perfekt, danke für die Info. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wurdest du gefangen genommen? Nee, ist 10 Meter mir vorbeigelaufen. Okay, sehr gut. In deiner Richtung. Ja, aber ich sehe ihn momentan nicht. Ich bin als Einzige schon angekratzt. Ich glaube, ich noch weit genug weg. Du wurdest eben richtig heftig berührt. Das ist richtig. Wo ist denn hier der nächste Generator? Generator, Escalator. Oh. Wow. Hilfe. Warum muss der denn genau da sein? Ja, du hast Annie die ganze Zeit fertig gemacht. Jetzt macht Annie dich fertig. Ey, ich hab sie nicht die ganze Zeit fertig gemacht. Die anderen waren doch auch dabei. Hallo? Die anderen haben mitgemacht. Ich bin nicht alleine schuld. Es tut mir leid, Annie. Ich mach sie wieder. Ja, natürlich ist da direkt ein Haken, ist klar. Diese diabolische Lache. Ich hab gar nichts getan. Ja, jetzt kämpfst du hier, oder was? Geh zu den anderen. Mit den anderen spielen.
Oh shit, oh shit! Ja, guck, guck. Ich hab's versucht. Ja, immerhin. Ja, lauf immer hier rum, Annie. Nicht immer am Haken sein. Dann haben wir doch gar keine Chance. Wow! Na, du hast keine Chance. Ja gut, wenn ihr nicht versucht, mich zu befreien, dann habt ihr eine Chance, ja. Aber das wäre schon ein bisschen aus dem Ziel. Oh, natürlich! Danke. Wow, ja toll! Ja, ich hol dich ja gleich, alles gut. Das ist immer dieser Wechsel, der fliegende Wechsel. Shit. Oh nein, denn jetzt ist Milan dran, na toll. Immer ist einer dran. Aber Hauptsache nicht die KI. Ja, die kommt irgendwie immer. Und die gibt auch, also die interessiert es auch absolut überhaupt nicht, ob jemand noch am Haken hängt, die rennt einfach raus. Doch, solange der Ausgang noch nicht offen ist halt. Ja, richtig, genau. Aber wenn der Ausgang offen ist, dann ist vorbei. Die KI wollte mir gerade helfen. Oh, oh. Ja, scheiße! Warum musst du immer am Haken sein, Annie? Geh mal weg. Naja, sie war lang genug weg. Ja, okay, ich brauche halt auch eine gewisse Zeit, um dann dorthin zu kommen, ne? Also, ja, halt nicht direkt, muss schneller gehen. Natürlich. Scheiße. Ah, bist du komplett tot? Nee, nö. Nicht. Naja, sie ist nicht direkt am Haken. Oh, hier ist Captain Iglo dran. Nein, ich komm nicht. Captain Iglo hat sie abgelenkt. Und jetzt werde ich geopfert. Weiß ich nicht. Ist sie denn immer noch da? Nee. Oh, das war schon knapp. Yep, hab dich. Das darf doch nicht wahr sein. Winterschau. Leute, das ist nicht so gut hier, glaube ich. Ah. Oh. So. Ah, falsche Richtung! Da kommt sowieso jemand, also das war jetzt nicht wegen mir. Also, keine Sorge. Ja, ich bin down. Danke fürs Retten. Ja, bitte, ne? Jetzt rettet ihr mich. Wäre ja, nicht. richtig. Immer an den gleichen Haken. Nee, das ist aber egal. Ja, Wiedererkennungswert, ne? Oh. Ich muss auf jeden Fall jetzt schon Quicktime-Events hier erledigen, damit ich nicht sterbe. Das ist nicht gut. Hm. Weiß ich nicht. Oh, oh nein, Gott. Das ist gar nicht gut. Natürlich ist sie direkt wieder hier. Das ist Camping. Ja, geht's. Diesmal war so weit genug weg. Weiß ich nicht. Oh. Ach so. Unser KI-Kollege wurde gerade richtig übel zugerichtet. Kann er mich mal heilen? Nö, der ist irgendwie zu blöd dafür. Dann halt nicht. Bitte.
Ich hab doch einen Generator fertig gekriegt. Bist du gerade mit mir gegen die Wand gelaufen? Nein. Nein. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Thomas. Oh fuck. Aua. Ich hab halt etwas Böses das gehört irgendwie. Es hat sich im Fledermäuse aufgelöst. Ich war noch nicht fertig mit dir. Ich weiß. Oh ja, guck, ich zeig dir mein sexy Ass. Ja, jetzt bleib doch mal. Ja, ich bleib doch stehen. Es wird schon ordentlich gestöhnt hier, also. Ja, richtig. Mega krass. Hier, nimm mal einen Apfel. Richtig. So. Auf Wiedersehen. Ah, das war's. Oh nein. Nein. Das geht doch nicht. Ich hab mein Bestes gegeben. Glauben wir. Wo ist der letzte Generator? Da, wo ich gestorben bin. Sehr gut. Das ist eine genaue Beschreibung. Ja, ich meine, ich hab's gerade zumindest ungefähr gesehen, wo er gestorben ist, deswegen, also es hilft mir schon. Aber die Frage ist, ob da jetzt Annie noch ist. Was denn? Nix! Okay. Der Killer ist neben der Ritter mir vorbeigeschwebt und ich hockte da so und dachte so, ach ja, schön, schön. Sehr gut. So gefällt mir das. Mir auch. Also glaub mir das mal, ja, dass mir das auch gefällt, durchaus. Ja. Oh, das gefällt mir nicht. Warum werde ich denn jetzt wieder entdeckt? Geh doch weg. Geh doch Bingo spielen. Weg mit dir! Manchmal ist es auch hilfreich, am Killer vorbeizurennen und dann direkt hinter ihm stehen zu bleiben. Ja, bei mir klappt das zumindest. Manchmal. Nein, geh weg, Annie. Nein. Nein, also. Oh. Als ob das noch gezählt hat, ich war da schon drüber. Ja, Reichweite halt, ne? Ja, ich bin tot jetzt. Ich glaube, ich war ja schon zweimal am Haken. Das war's. Yep. Und tschüss. Ist die KI schon? Nee. Wer ist denn da schon abgehauen? Sie werden dich auf... Noch niemand. Ja, noch niemand, genau. Wir haben ja noch nicht mal alle Generatoren. Achso, ich werde nicht angezeigt. Okay. Wow, ich habe mich gebessert, jetzt habe ich schon zwei gekillt. Ja, das ist wahrscheinlich die Rache dafür, dass du immer so oft gestorben bist. Jetzt kommt die Rache. Ja, immerhin zwei schafft das, das ist schon mal gut. Yay. Yay. Aber auch schön im Schrank versteckt. Ja. Sicher ist sicher. CG ist CG. Alles klar. Ja, dann würde ich mal wieder sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Und schauen Sie gerne unten in der Videobeschreibung nach Vampire Girl 3672. Ganz genau. Dann bis zum nächsten Mal. Und schaut bei mir sonst umgekehrt nach dem Kanal der Fruchtvampire. Richtig. Ist die Frage, war das jetzt überhaupt schon der letzte Part? Ja, ne? Oder? Ja. Ich glaube, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, sonst müsste... Also jetzt haben wir zumindest halt nochmal eine komplette Runde durch. Ist halt die Frage, wollen wir noch ein bisschen oder nicht? Ich würde noch. Ja, also einen Durchlauf können wir ruhig nochmal. Alles klärchen. Gut, dann... Ich muss bloß mal kurz austreten. Das ist gar kein Problem. Ja, ich auch. Okay.
Auf jeden Fall, dementsprechend könnt ihr also wieder einschalten, wenn es wieder heißt Let's Play Dead by Daylight, ne? Das wollte ich ja nur wissen. Also dann, bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Bye-bye. Ciao.